Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo an euch Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica, naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume. Hier, als Schmerzmittel. Ja, und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu Cyberpunk 2077. Ja, Leute, mal was ganz anderes. Ja, Pippe, gleich. Ja, was ganz anderes. Ich spiele ja eigentlich überwiegend Story-RPGs, also wo es dann um Schwertkampf und Magie und sowas geht. Und ich wollte mal irgendwas anderes spielen. Schmerz, dann ist alles okay. Ja. Irgendwas anderes spielen, was mal irgendwie mit Shooter zu tun hat oder sowas, aber halt eben auch Story hat. Und ja, ich habe gerade mega Bock auf Cyberpunk. Ich habe vor kurzem auch den Edgerunners-Anime geguckt, den ich mega geil fand. Und habe dann so Bock auf Cyberpunk bekommen, dass ich mir dachte, okay, wir spielen jetzt Cyberpunk. Und ja, ich kenne das Spiel schon ein bisschen. Ich habe das zu Release mal ein Stück weit gespielt, habe dann aber recht zügig wieder aufgehört, weil das ja doch sehr verbuggt war am Anfang. Aber jetzt mit den ganzen Patches und dem DLC und alles ist das ja bekanntlich ein richtig gutes Spiel geworden. Und ich habe mir gedacht, okay, wir nehmen hier die Erfahrung doch mal mit und spielen das halt hier ganz klassisch, ganz normal, ohne irgendwelche Mods, vielleicht so ein, zwei für irgendwelche Grafiksachen, sowas. Ja, Leute, ich habe irgendwie so gut 160 Mods dran gepackt in das Spiel. Das meiste davon sind aber nur irgendwelche Grafik-Aufhübsch-Sachen, also da ist jetzt nichts irgendwie extra noch mit drin oder sowas, also keine Sorge. Es müsste trotzdem einfach die Standard-Spielerfahrung sein. Und ja, da sitzt unsere gute Wie. Ich spiele endlich mal einen weiblichen Charakter in einem Spiel. Und ja, das ist unsere gute Wie mit einer, das ist eine Mod-Frisur, die finde ich mega geil. Und ja, ich werde sicher die Haarfarbe und alles nochmal im Spiel ändern, je nachdem. Ich habe mir gedacht, ich versuche mal in Cyberpunk jetzt ein bisschen Roleplay zu betreiben und nicht immer nur den guten Weg zu gehen. Das passt auch nicht so ganz zu Cyberpunk. Darum, wir werden mal gucken, wie sich unsere schöne Wie hier entwickelt. So, und jetzt habe ich lang genug gequatscht. Pepe kaut mir hier auch schon ein Ohr ab. Legen wir doch mal los mit Cyberpunk. Shot trinken. Und die Nase richten. Was ist denn passiert? Sie hat sich schon mal geprügelt. Dieser Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermana? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Hör zu, Wie. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Klingt nicht gut. Du hast Ärger? Klingt, als hättest du Ärger. Brauchst du Hilfe? Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass. Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Meint, der bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Klingt nicht gut. Und der meint das tot ernst. Hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollt ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, Wie. Wirst du's je lernen, Pippe? Geht's wenigstens deinem Bruder gut? Ja, der zieht sein Ding durch. Also, hilfst du mir? Na klar. Ich red mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. Willkommen in Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in der City, June. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen.
Wenn du bereits ein erfahrener Edgerunner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zugreifen. Nee, die lasse ich an. Ich habe nämlich so gar keine Ahnung mehr von dem Spiel. Das ist, wie gesagt, nicht so viel gespielt. Mann, das Spiel sieht so cool aus. Ich liebe es. Ich liebe dieses Setting. Oh, look. Kann man irgendwann mit Pippe machen? Und? Hilfst du mir jetzt? Wie? Ja, machen wir. Erstmal hier so ein bisschen umgucken. Hab gerade nichts. Alles weg. Nee, hab ich. Kann man hier irgendwann da mitnehmen? Vielleicht da. Also, Kolumbianer vielleicht? Nehmen. Ja, meins. Alles klar. Man sieht. Hallo? Hey, wo ist der Rest? Wird noch ausgepackt, Mann. Hm? Was habt ihr hier? Ich prüfe das genau. Bei der letzten Lieferung haben 2 Flaschen Sensor gefehlt. Das ist nicht gut. Das kann nicht sein. Der hat die bestimmt ausgesoffen. Ich würde da nochmal kontrollieren. So gerne für ein paar Tage hätte ich keine drauf. Spielt ihr hier auch oder guckt ihr da nur auf den Tisch? Ich spiele mit der, wie man schon merkt, Street Kid-Vorgeschichte von Wii. Ich glaube, das passt so am besten zu dem Charakter, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch das, was Canon ist von CD Projekt Red-Seite aus. Den Pegel halten. Ich war heute im Krankenhaus. Javi hat ein paar gebrochene Rippen, aber Gott sei Dank hat die Kugel keine Organe getroffen. Oh, was ist passiert? Polizeifahndung. Die haben irgendwelche Dealer gejagt. Hängt mit den Falschen ab, hä? Er war nur zufällig dort. Stand einfach nur rum, klar? Die NCPD-Schweine haben auf alle geschossen. Er dealt nicht. Nie im Leben. Sein einziges Verbrechen ist, dass er nicht weiß ist. Ich werde auch mal zwischendurch stehen bleiben und irgendwie solchen Gesprächen lauschen, wenn man da manchmal doch ganz interessante Sachen bekommt. Ach, die Musik in dem Spiel, das ist so geil. Hi. Was ist das da? Wähle Perales. Nachricht lesen. Hi, ich bin Jefferson Perales, ein kompromissloser Kandidat, der endlich was verändern will. Wofür ich mich einsetze? Dem Einfluss der Megakonzerne auf Night Citys Politik ein Ende zu bereiten. Egal, was die Schwarze behaupten, es ist machbar. Und dafür brauche ich nur ein wenig Unterstützung von dir, um meinen Wahlkampf ohne jegliche Finanzierung durch Konzerne zu organisieren. Mit deiner Hilfe können wir diese Wahl gewinnen. Und wenn ich gewinne, gewinnst du. Und was bekommst du dafür? Eine tatsächlich unabhängige Stadt, frei von der Herrschaft der Megakonzerne, frei von Entscheidungen, die an Mahagonitischen von Vorstandsmitgliedern gefällt werden, die niemals einen Fuß auf die Straßen von Watson oder Pacifica gesetzt haben, aber dennoch über das Leben dieser Stadt und ihre Einwohner bestimmen dürfen. Ich will gleiche Chancen und besseren Zugang zur Bildung für alle. Ich verspreche ein jährliches Budget von 20 volle und 30 unterstützende Stipendien ins Leben zu rufen, um die Ausbildung der 200 besten Studierenden in der Stadt zu unterstützen. In der City sind anscheinend gerade Wahlen. Ich habe auch eine Mod installiert, sodass wir immer nur diese Nachrichtendinger finden, die ich noch nicht habe. Normalerweise ist es wohl so, dass die mehrfach rumliegen und man dann so gar nicht wirklich merkt, welche hatte ich schon, welche nicht. Und die Mod sorgt dafür, dass wir eben immer nur die neue finden und nicht die alten. Super Kirk im ersten Stock. Das scheint Kirk zu sein. Ja, was guckst du denn so böse? Ja, der guckt. Genieß mal weiter deinen Burger. So, kann ich hier noch irgendwas? Hast du sie noch mal gesehen? Die Bitch hat mich versetzt. Irgendwie nicht. Wie hast du gerade Bitch genannt? Getränkekarte. Ja gut, das ist jetzt nicht so interessant. Das muss ich nicht vorlesen. So, Kirk. Hey Kirk, können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los, was willst du? Das ist so hübsch. Ich spiele auch weitestgehend auf maximalen Einstellungen, auch mit Raytracing und allem. Dank meiner neuen Grafikkarte kann ich das jetzt sogar mal. Wenn du was willst, setz dich hin. Ach so, Pepe hat mich gescheckt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Kannst du mal nicht so auf die Pelle rücken? Sag ihm, ich beiße nicht. Noch nicht. Was schuldet er dir? Was schuldet er dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen.
Aber sagen wir mal, eine Menge. Ein Kreditheim mit einem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja, frohe, verfickte Weihnachten. Was willst du eigentlich? Hey, was ist dein Problem? Ist dein Burger weiter? Mann, ey. Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn, wenn du man sagst. Sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich glaube, hier ist nichts umsonst in dieser Stadt. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Na komm. Ich weiß. Nichts ist umsonst. Ich schulde dir dann einen Gefallen. Verlockend. Ich hab da schon eine Idee. Was ist das? Sieh mal hier. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Aber wenn es nur 4 gibt und auf einmal eine weg ist und jemand anders die hat, ist das nicht ein bisschen auffällig? Ich weiß nicht, ob ich das packe. Nee, wir sind zuversichtlich. Ey, wir sind doch hier gut in unserem Job. Wenn ich das mache, sind Pippes Schulden vom Tisch? Klar, ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Wieso wirkt das total fishy gerade? Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pippes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mhm. Mein wo ist Kumpel der Haken? Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend. Ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Das war's? Das klingt irgendwie nicht nach einem geilen Plan. Der Plan klingt scheiß riskant. Ach ja? Und wieso? Weil du einen Idioten suchst, der ihn übernimmt. Ich will dich nicht reinlegen, wie. Hab bestimmt das Köpfchen. Nicht. Zusammen können wir ein paar Eddies machen. Das klingt überhaupt nicht gut. Und dein Kumpel Rick? Dem vertraue ich wie einem Bruder. Na, wenn du das sagst. Wer ist der Besitzer? Nur so ein Arasaka-Anzug von der anderen Seite des Teichs. Der hat Eddies bis zum Umfallen. Und sein Name? Weiß ich nicht und ist mir auch egal. Ich weiß, wo wir die Ware finden. Mehr zählt nicht. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard unter das Auto rollen und es mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Wehe, du verarschst mich. Wehe, du fixst mich, Kirk. Bleib cool, wie. Der Job wird sich für dich auszahlen. Geh wenn zum Embers du in das Glenn. Sagst. Rick wartet in der Garage auf dich. Ja, du Ihr kannst ja auch nicht gucken. Ihr werdet euch blendend verstehen. Irgendwie Hals hab ich... und Beinbruch. Wir bleiben in Kontakt. Ja, irgendwie habe ich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Irgendwie habe ich das Gefühl, er verarscht mich. Aktiviere Missionsziele, werden auf deinem HUD und deiner Minimap angezeigt. Die sind doch alle gleich. Genau, ich sehe mein HUD gerade nicht. Ich habe nämlich auch eine Mod installiert, die das HUD ausblendet. Damit es weniger auf dem Bildschirm los ist. Ich muss aber mal gucken, ob ich irgendwie einstellen kann, dass ich zumindest meine Quest anzeigen kann. Also eigentlich geht's dann, kriege ich meinen HUD nur angezeigt, wenn ich im Kampf bin. Aber da können wir nochmal gucken. Nur ein bisschen noch rumspielen mit den ganzen Einstellungen.
Das Ding ist, ich muss mal kurz was gucken. Kleinen Moment. So, okay, mir fällt gerade auf, dass ich auch keine Minimap habe und das ist ein bisschen hinderlich, wenn ich hier questen möchte. So, jetzt haben wir die Minimap und unser Questmarker, unser Questlog standardmäßig drin. Ich wollte doch mal mit Dingens reden, dass wir mit Kirk gequatscht haben. Also, wie sieht's aus, wie? Ja, bitte. Kirk lässt die Sache gut sein und dich in Ruhe. Aber ich nicht. Du schuldest mir was. Wie? Du hast mir echt das Leben gerettet. Na, gerne doch. Welche coole Hand, ne? Hier, das finde ich so cool an Cyberpunk, dass alle hier so mit so Tech ausgestattet sind. Unsere Wii hat momentan überhaupt keine Tech. Ich habe vor, das im Verlauf des Spiels ein bisschen zu ändern, dass sie so immer mehr Tech einbauen lässt. Das ist auch cool, wenn man jetzt nach unten guckt, sieht man, ja, wir sehen unsere Brüste. Also man sieht ein bisschen mehr vom Charakter, sieht ein bisschen realistischer jetzt aus. Ich werde zwischendurch immer mal so ein bisschen einstreuen, was für Mods ich installiert habe. Normalerweise würde ich euch das alles verlinken, oh, aber es ist ein bisschen viel und ich habe nicht mehr alles im Kopf, was ich drin habe. Noch verfickte Limetten. Halt N für den Fotomodus. Zack, genau, wir haben auch einen Fotomodus. Da ist unsere Wii, jetzt können wir sie mal komplett sehen. Werde ich sicher ein bisschen für Thumbnails mit rumspielen. Ich habe da auch noch so ein paar Updates-Mods für diesen Fotomodus installiert. Mal gucken, was ich damit so anstellen kann. Da müssen wir hin, das heißt, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Hallo, hallo. Ich hier gerade klauen. Hey, wer bist du? Cooles Outfit. Hast du eine Kippe? Harte Nacht? Leider nicht. Harte Nacht? Ach, hör bloß auf. Krieg nicht mal die Miete zusammen. Und muss noch Schulgebühren für meine Göre zahlen. Kennen wir uns? Ich glaube, das wüsste ich. Wollte doch nur eine Kippe. Oh Mann. Okay. Dann gehe ich mal wieder. Die Stimmung in dieser Stadt ist echt cool. Ich glaube, ich werde ziemlich viel bei Nacht spielen, wegen diesen ganzen Leuchtreklamen. Bist du auch ein Veteran? Heute bist du also Veteran, ja? Heute bist du also Veteran, ha? Kriegsgeschichten bringen halt viel ein. Na komm. Bitteschön. Ja. Bedien dich. Einfach über den geschnippt. Ich wusste, du bist eine von den Guten. Danke. Bitte. Merk's dir. Miau. Der kybernetische Gott wird seine Kinder verschlingen. Ist das so? Okay, Pater. Hallo? Na, wen haben wir denn hier? Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Ach ja, ich werde auch, ne, ihr kennt mich, ich werde auch wieder sehr auf Synchronsprecher eingehen. Und hier haben wir den Synchronsprecher von Dr. Cox aus Graphs. Finde ich mega geil. Den hört man tatsächlich ziemlich oft in Videospielen. Ich glaube, der spricht den Protagonisten in Fallout 4 und in Skyrim hört man ihn auch ganz oft. Leiche im Kofferraum. Du hast dich ein bisschen verändert. Du hast dich kein bisschen verändert. Sebastian Ibarra, hast dich kein Stück verändert. Niemand nennt mich mehr beim Namen. Schon fast vergessen, wie er klingt. Wie läuft's, Padre? Wie immer. Hier in Haywood ändert sich nie was. Erzähl lieber von dir. Ja, Haywood hat sich nicht verändert. Ja, endlich wieder zu Hause. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Haywood-Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Okay, ich glaube, das ist keine Option. Guckt euch mal diese Stadt an, ne? Mega geil. Ja, ich glaube, uns wird keine Wahl gelassen. Dann steigen wir mal ein. Hi. Geht. Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Ambers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeige euch, wo ihr halten müsst. Du hast sie gehört, Marcus. Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Hier hat sich nicht viel verändert. Selbst 2 Jahre später hat sich kaum was verändert.
Du kennst ja Haywood. Starke Wurzeln. Immer mit demselben Blut gewässert. Und jetzt erzähl mir von dir. Ja, mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Wie du siehst, bin ich zurück. Wenn es dort besser gewesen wäre, wäre ich geblieben. Vielleicht ist es am Ende besser so. Na, wir werden sehen. Ich wollte anscheinend einen Neuanfang starten, das hat nicht ganz so gut geklappt. Scheiße. Ja? Los. Halt mal an. Sieht nicht so gut aus. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Das sieht gar nicht gut aus. Sebastian Ibarra. Hi. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glen. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Entscheidung auf Zeit. Ich dich auch nicht. Oh, ich hasse heißt, Entscheidung dass du hier Scheiß bedeutest Zeit. Und noch weniger als das kannst. Na? Sonst noch was? Na? Ich glaube, unser Gespräch ist damit... Da sagt er nichts mehr. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Ah, verzieh dich. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Halt hier an. Gleich hier. Ich spring einfach runter. Was? Wo runter? Hier. Bevor du gehst. Okay. Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Klingt gut. Wie früher. Danke, Padre. Brauch ein paar Jobs. Ich muss los. Geh mit Gott. Wie sie einfach springt, ohne zu wissen, ob da unten irgendwas ist, um sie aufzufangen. Gibt's nicht. Hä? Na, der ist los. Hau du gleich deine Getränke. Irgendwas. Ich denke, ich kann irgendwann in irgendwelchen Ecken was looten, aber irgendwie ist da nicht was. Habt ihr hier irgendwas? Nö. Hausmeister. Hey, was? Der ganze Müll hier. Wollt ihr aus dem Automaten ziehen eigentlich? Sieht nicht so aus. Doch, kann man. Da ist eine Hand. Ah, nee, ich gebe jetzt noch kein Geld aus. Gehen wir mal schauen. Wir müssen auf die Parkebene. Wie? Lagebericht. Na? Bin angekommen. Suche jetzt deinen Kumpel. Rick ist einer von uns. Wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Ja, sagtest du bereits. Aber wenn wir Rick mal suchen, können wir da rein? Nö. Ach du Schande, ist das dunkel. Okay, nevermind, es ist nicht dunkel. Ja? Kann ich dir irgendwie helfen? Na, komm mal. Rick? Bist du Rick? Yep. Schick Kirk dich. Yep. Die Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten. Okay.
Sehr schicker Wagen. So, finde den Rayfield. Aber da hinten bei dem VIP-Parkplatz wäre. Kirk, ich sehe den Wagen. Dein großer Auftritt, Lee. Viel Glück. Mal sehen, ob diese Zaubertech was taugt. Mir fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Das ist viel zu einfach. Starte den Wagen und das ist sag viel dir, zu einfach. Unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Na gut. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Nu? Hi. Tag auf. Tag aus. Zum... ganz ruhig. Okay. Cool bleiben. Nichts Persönliches, Kumpar. Nur Geschäft. Der Rayfield gehört mir. Noch nie von Gauner-Ehre gehört? Wer es findet, dem gehört's. Ich war zuerst hier. Ich glaube, so funktioniert das gibt nicht. Gibt zwei Arten, das zu regeln. Die nette oder die abgefuckte Tour. Ja, das steckt doch mal die Knarre beide weg. Beide haben dasselbe Ergebnis. Ich nehme das Auto mit. Was machst du? Was? Oh, das klingt nicht gut. Hat uns der Kelch doch verarscht? Keine Bewegung! Ihr seid festgenommen! Bleibt, wo ihr seid! Alles gut. Wende dahin, wo ich sie sehen kann. Schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort! Ist ja gut, chill mal, Mädel. Junge, du hast alles versaut. Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Hey, Detective Stintz. Lange nicht gesehen. Inspektor Stintz. Urin, Uran. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Na los, wird's bald. Ich warte. Was sagt man dazu? Ein plaudernder Bulle. Abgehauen nach Atlanta. Auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Genug mit dem Geplauder. Was passiert jetzt? Ich nehme euch fest und buchte euch ein. Gratis-Urlaub. Komm schon, Stintz. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße, gibt ihr nur noch Stehplätze im Mehlbotte. Kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe, gewöhnlicher Straßendreck. Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibstoff. Das klingt aber nicht so gut. Ihr habt ihn gehört. Fuck. Das ist nicht gut. Aber. Boah, ich habe das Gefühl, die Bullen sind hier genauso korrupt. Wie die ganzen Gangster hier auch, ey. Fuck. Oh, wir wurden nicht ins Meer geschmissen. Schon wieder die Nase gebrochen, ey. Einen Moment lang sah das echt übel aus. Okay, dachte nicht, das hat er nicht dass wir gemacht. Da lebend rauskommen. Nein, Stintz macht sowas nicht. Bist du dir da so sicher? Mhm, er ist aus Haywood, so ja. Wie wir. Hast Anzüge genauso wie du und ich. Er hat getan, was sein musste. Ah, wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Naja. Ich finde das richtig geil. Jackie hat die Stimme, der Sprecher heißt Carlos Lobos und der spricht auch Joel in The Last of Us. Das ist mir beim ersten Mal, als ich das mal kurz gespielt habe, gar nicht aufgefallen. Hätte wahrscheinlich eh nicht geklappt bei dem Plan. Ah, komm. Der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch habe. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Wie? Wie heißt die denn wirklich? Die heißt doch nicht ich wie. Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Coyote ist das
Wo... Das ist die Bar, wo wir gestartet sind, wo Pippa arbeitet. Habe ich diesen Job bekommen. Dauert das lange? Wie die immer sich da hier beschweren, wenn man nicht schnell genug eine Antwort auswählt. Moment. Wells wie Mama Wells? Deshalb kam mir dein Name bekannt vor. Meine Mutter, ja. Das Coyote ist ihr Schuppen. Komisch, dass wir uns noch nie getroffen haben. Hm. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Cabron, na, wenn du das hast, Jackie? Muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Sind wir auf einmal Freunde? Essen? Essen? Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes ja, der Stadt. Einmal Best Friends anscheinend. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Und jetzt komm. Ich bin am Verhungern. Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger. Hallo, Night City! Ja, das war's mit unserem Prolog. Und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Und so wie ist schon der echt hot, ne? Der Träume. Ja, es ist anscheinend einiges an Zeit vergangen. Diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos. 6 Monate später, Japantown. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Ja? Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie es besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Ich will jetzt eigentlich nicht ewig... Ich weiß, das Tutorial war ziemlich, ziemlich lang. Überspringe ich das? Mache ich das? Ich kann ja mal kurz reingehen. Klar. Kann nicht schaden. Können wir mal ganz kurz gucken. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Okay. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Okay. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Ich weiß nicht mehr, wie das mit dem Hacking und sowas geht. Das ist ganz gut, dass ich mir das mal angucke. Denn bei Militech halt haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten.
Und jetzt. Station 1, du Made. Los, los, los. Hey, bist, redest du so mit dir? Ich bin bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. T-Bug finde ich richtig cool. Na gut, dann gucken wir mal rein. Ich glaube, es kann sinnvoll, wenn ich das mache, sonst fehle ich nur. Taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Okay. Okay. Komme ich jetzt da hoch? Moment. So, Moment, ich muss die Knarre nehmen. Ah, ach so. Ich dachte, ich muss da hochklettern. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Ich weiß noch gar nicht so recht, was ich spielen will. Es gibt ja echt viele Möglichkeiten. Schieß mit Fernkampfverbot Ausdauer. Okay. Nicht übel. Aber es ist realistischer. Moment. Steh nicht rum. Geh in Deckung. Ah, okay. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Okay. Nehmen. X. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Okay. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Bee. Ich muss aber direkt vorweg mal sagen, ich bin keine große Expertin in Shootern, muss ich sagen. Also ich habe mal früher vor, weiß ich, 15 Jahren oder sowas, ziemlich viel Call of Duty Modern Warfare 2 gespielt, aber das war's dann auch so ziemlich. Super Arbeit, wie? Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Außer halt sowas wie Last of Us und sowas, halt so Singleplayer-Zeug. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Genau, das will ich lernen. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Na dann. Würze klingt gut. Halte Tab gedrückt, um deinen Scan zu aktivieren. Ich glaube, ich lege mir die Tasten mal nach oben. Missionsrelevante Objekte werden gold hervorgehoben. Scanne zwei solche Objekte. Beim Scannen werden interessante Objekte in deiner Umgebung hervorgehoben und es werden hilfreiche Informationen über sie angezeigt. Gefahr mit Rot hervorgehoben. Geräte, die du hacken kannst, werden grün hervorgehoben. Inaktive Objekte werden blau hervorgehoben. Das ist da bloß, um den Scanfunk zu beenden. Okay. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, danke, dass ich lesen darf. So? Okay, dann läuft da irgendwas. Das Symbol auf gehackten Rechnern zeigt an, wie lange der Quick-Hack aktiv bleibt. Das könnte zum Beispiel zeigen, wie lange eine Ablenkung einen Gegner beschäftigt. Gut. Ah. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Töten oder nicht tödlich angreifen? Töten, glaube ich, nur, wenn es sein muss. Es ist nie genug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Mama. Ablegen tödlich. Das ist tödlich, den da reinzuwerfen. Normalerweise, okay, wenn man sich duckt, jetzt erledige ihn in einer flüssigen hat man Bewegung. Am Rand des Bildschirms so eine schwarze. Also es wird so ein bisschen schwarz am Bildschirmrand. Das habe ich auch mit einer Mod weggemacht, weil mich das schon beim ersten Mal spielen so gestört hat damals. Ach, tschüss! Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Ja, okay. Viel Spaß! Jetzt. Zünde die Granate. Alte Tabgedrückt und ziele auf eine der Wachen, wenn den. Ich kann nicht so schnell lesen, Spiel. Granatenzündung. Ist das cool? Komm! Drücke C, um den Blick durch die Kamera zu
SC-Pfeil. Manche Geräte wie Computer-Terminals, Netzwerkzugangspunkte und so weiter können direkt über eine eigene Benutzeroberfläche namens Breach-Protokoll gehackt werden. Dadurch kannst du neue Informationen, Vorteile und Ressourcen erhalten. Okay. Verlinken. Breach-Protokoll-Benutzeroberfläche. Zum Hacken eines Netzwerks musst du dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Codex-Matrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. So, und dieses System habe ich, als ich das mal angespielt habe, nie verstanden. Wir müssen, glaube ich, so da durchgehen, dass wir immer diese Sachen anklicken können. Also die hier stehen. Also ich müsste jetzt 55, dann... Warte mal, ich teste das mal. Genau, und dann immer das in der nächsten Reihe. Ich muss immer so anklicken, dass ich das nächste anklicken kann. Das Programm wurde jetzt erfolgreich ins Netzwerk hochgeladen. Wenn es dir misslingt, versuch es einfach mit jemand anders noch einmal. Misserfolge haben keine Nachteile für dich. Das ist gut zu wissen. Terminal verlassen. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen. Wie ein guter Militärwachhund. Gut, zurück auf Quick Hacks. Außerhalb von diesem Training brauchst du ein Cyberdeck mit darauf installierten Programm, um Schreite zum Podium, Champ. Ja, wir werden uns technisch noch ein bisschen aufwerten. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Ja. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Okay, beende alle Trainingsdinger. Hiermit hast du das Basis-Tutorial abgeschlossen. Interagiere mit der Tür, um die Simulation zu verlassen, oder stöbere in den optionalen Tutorials. Brauchst du eine Einladung? Um andere Bereiche des Gameplays zu fahren. Stealth, okay. Ich muss jetzt sagen, ich finde diese Netrunner-Anzüge mega, mega geil. Aber ich würde sagen, das andere machen wir nicht. Wobei, ich weiß nicht, ob wir was kriegen, wenn wir das alles abschließen. Wir gucken doch nochmal ganz kurz hier rein. Okay. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Okay. Um ein Ziel mit deiner optischen Cyberware zu markieren, ziele mit dem aktivierten Scanner darauf und drücke mittlere Maustaste. So, Gegner, die dich nicht bemerkt haben, setzen ihre Routine unverändert fort. Achte daher gut auf ihre Verhaltensmuster. Nutze dieses Wissen, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Vielleicht nicht sprinten? Aber der guckt doch genau hier hin. Betrost aus Sichtweite des Gegners füllt sich seine Alarmanzeige. Gerechtzeitig in Deckung und er dich bemerkt. In Deckung, schnell. Bin ich. Nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Okay. Ist auch geil, normalerweise wird er mich ja voll sehen. Hier geht's um Tarnung, wie. Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Ganz ungesehen kann ich da ja nicht durch. Okay. Halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschütztürme oder Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegner deine Position verraten können. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Um ein Ziel mit den optischen Cyberware zu markieren, ja. Zack. Überwachungskamera-Aktion, technische Fähigkeit 5. Manche Kameras, die dich entdecken können, haben orangefarbene Scannerstrahlen, wohingegen verbündete Kameras grüne Scannerstrahlen strahlen. Mann, ich kann das nicht vorlesen. Kameras entdecken dich, wenn du ihr Sichtfeld betrittst. Geräusche können sie jedoch nicht registrieren. Okay, das heißt, ich kann hier einfach laufen. Sorry. Oh, das ist aber ein bisschen schwer zu erkennen, wo die hinstrahlt, finde ich. Wir sind nicht immer wieder weg. Wie? Du bist kein Militech-Rekrut mit Brei im Hirn. Beweg dich. Ja, sorry, T-Bug. Chill mal. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die... Okay, zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Nachtisch klingt gut. Dann sind wir durch. Messer. Messer klingt gut. Ich habe überlegt, ob ich Nahkampf machen will, aber mir wurde gesagt, das ist echt schwierig. Kuschelkampf. Kuscheln? Na denn? Hi, was muss ich tun? Drücke links, um einen schnellen Angriff auszuführen.
Okay. Komm her. Na komm. Um eine Kombo auch schnell ergriffen auszuführen, drücke während der folgenden. Okay. Halte gedrückt, um einen schweren Nahkampfangriff aufzuladen, lasse los. Fortlaufendes Angreifen kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Angriffskombos verursachen bei jedem aufeinanderfolgenden Treffer mehr Schaden, verbrauchen dafür aber auch mehr Ausdauer. Achte und wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Rand deines Hearts. Wenn deine Ausdauer kritisch niedrig oder ganz verbraucht ist, verändern sich dein Schaden, dein Angriffstempo. Zack. Dagegen ist eine Abwehrhaltung. Greif ihn an, um zu sehen, um deinen Angriff ihn beeinträchtigen. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal. Der nächste Trottel kann blocken. Schwere Angriffe fügen einem blockenden Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können die Abwehrhaltung brechen. Boom. Boom. Ah. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zu. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn dein Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Ich blocke doch! Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen, wie deine schweren Angriffe ihre. Na komm! Boxt mich! Ich hab geschubst! Schubsen zählt nicht! Drücke beim eingehenden Angriff rechts, um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren, automatisch dann ging. Oh Gott. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Oh, das ist aber echt schwierig zu timen. Bumm. Ich glaube, das werde ich nicht so oft benutzen. Werde zum Ausweichen mit WASD eine Richtung und drücke. Trottel. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus. Das muss ich mir unbedingt auch woanders drauflegen. Au! Ich hab mich trotzdem getroffen. Setze alle bisher gelernten Techniken ein, um den Gegner zu neutralisieren. Okay. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junge Novizin. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeig dir deine letzte Form. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Oh ja. Nimm dir ein Schwert. Katana! Oh oh. Die Nahkampftechnik, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Zack, zack! Zack! Oh, geil. Flavet. Zeig mir, was du gelernt hast. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Zack, 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 Schlitz. Die Katana ist schon richtig geil, muss ich sagen. Super. Du machst das echt ziemlich gut. Dankeschön. Stell dich auf die Plattform. Was ist das? Geh durch die Tür, um diese mal zu. Okay. Danke. Okay, ich krieg nichts dafür. Danke für nichts. Dann gehen wir mal wieder zu Jackie. Und? Nicht schlecht, ne? War schon ganz nice. Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Okay. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch. Ziehen wir es durch. Okay, Partner. Zum Aufzug. Hier lang. Ja. Kampfgadget ausrüsten. Weise eine Granate im Kampfgadget Quickslock in deinem Inventar zu, damit du sie während des Kampfes leichter einsetzen kannst. So, dann haben wir unsere hübsche Wie. Oh, guckt sie euch an. Guckt sie euch an. Ist sie nicht smexy? Und ja, ich habe eine Rüstemod installiert. Ich will mal gucken, wie das so funktioniert. Mal gucken. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben diese Waffe. Wie kann ich eine Granate zuweisen? Ich habe doch eine Granate hier drin. Jetzt haben wir ein Cyberware-Charakter. Ich habe mal so geskillt am Anfang.
5544, also 2 Punkte in die beiden Sachen und dann jeweils einen in die. Ich habe auch eine Mod installiert, wodurch wir die Attribute zurücksetzen können, damit ich jederzeit so spielen kann, wie ich das möchte. Mal schauen, was das so gibt. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dem ersten Part von Cyberpunk. Ja, wie hat er euch gefallen? Habt ihr Bock auf das Let's Play? Ich hoffe ja, ich habe mega Bock auf Cyberpunk. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da, da würde ich mich ultra drüber freuen. Ihr wisst, ich tausche mich gerne mit euch in den Kommentaren aus. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr und das hilft mir in dem Kanal. Und dann bedanke ich mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye!